Joomla! Gibt's noch Fragen? Ja, ich spreche ja oder habe heute wieder die Freude, in meiner Eigenschaft als Joomla Vice President zu euch sprechen zu dürfen. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, heute in Österreich zu sein, weil jetzt habe ich endlich mal wieder die Chance, in der Muttersprache zu sprechen. Und in letzter Zeit bin ich ziemlich viel rumgereist und habe auf Englisch gesprochen. Und toll, dass wir jetzt mal wieder auf Deutsch unterwegs sein können. Und da muss ich natürlich immer aufpassen, dass ich nicht zu viel links und rechts gehe, sondern immer wieder meinen Weg zurückfinde. Denn eigentlich gibt es tatsächlich viel zu erzählen. Ich komme gerade zurück aus Kapstadt. Da war der CMS Africa Summit. Was ist das? Das ist eine Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet in Afrika, jeweils in einem verschiedenen afrikanischen Land. Dieses Jahr war das in Südafrika und da kommen verschiedene CMS-Systeme zusammen. Musste ich erstmal neu lernen, was das überhaupt ist, was da stattfindet. Wie ich so vieles Neues gelernt habe in dieser Rolle als Vizepräsident, weil ich wusste ja auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Auch so eine neue Sache, die ich lernen musste, war die Kommunikation im Board. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine weltweite Community. Wie kommuniziert man miteinander? Man macht alle 14 Tage ein Google Hangout, wo verschiedene Menschen aus verschiedenen Zeitzonen und verschiedenen Ländern dann auf Englisch miteinander sprechen. Und als ob die Hürde noch nicht hoch genug wäre, wird da sehr gerne mit Abkürzungen gearbeitet. Mit Acronyms, ja. Sowas wie JOG, COC, GEM, whatever. Und dann bist du als Neuer da drin und denkst so, hä? Ja, ich dachte ja, ich kann einigermaßen Englisch, aber eigentlich braucht man für ihn erstmal so ein Glossar, wo man dann sagen kann, worüber reden die denn überhaupt? So wie ich jetzt zum Beispiel JVP bin. Mega coole Abkürzung. JVP klingt doch richtig geil. Also all diese Sachen, die muss man erstmal lernen. So wie diese neuen Veranstaltungen, die da auf mich zugekommen sind, wie zum Beispiel dieser CMS Summit. Und Joomla Day ist natürlich easy. Hier hocken alle Leute, die Joomla irgendwie cool und geil finden. Auf so einem CMS-Gipfel, da sind auch Leute, die sich für andere Systeme begeistern. Völlig neue Erfahrung. Und plötzlich steht man auf der Bühne und muss sozusagen sein eigenes Produkt so ein bisschen pitchen gegenüber WordPress, gegenüber Typo 3, gegenüber anderen Open-Source-Systemen. Trotzdem guter Spirit da. Und eine Sache habe ich so in Erinnerung. Ich weiß nicht, wer war schon mal in Kapstadt von euch? Wer kennt die Stadt? Ja, oh, schon einige. Das ist ja wunderschön, diese Stadt eingebettet in so eine Gebirgskette, Tafelberg, Lion Mountain. Der sieht aus, als würde so ein Löwe oben auf dem Berg liegen. Wunderschön. Und der Signal Hill am anderen Ende. Und man steht dann oben, wir sind am ersten Tag mit unserer kleinen Gruppe hoch auf den Tafelberg natürlich, haben das typische Touri-Programm gemacht und man guckt dann da in diese Stadt runter und dieser Ozean. Fantastisch. Wenn ich sage wir, das waren sozusagen die Joomla-Abgeordneten, die in Afrika vor Ort waren. Das war einmal der Marc de Gèvre aus Belgien, dann einmal Abdul Kadir, von uns liebevoll AK genannt, aus Nigeria, aber eigentlich in Malaysia lebend, auch nicht ganz einfach. Und ich so aus Frankfurt. Schön. Und dann waren wir da oben auf dem Berg. Ich habe mich ja schon tierisch gefreut, weil ich bin ja so Natur und so, ist ja genau mein Ding. Hatte so meine Meindl-Wanderschuhe an, meine Fedreven-Wanderhosen mega gut ausgestattet. Und dann haben wir so die ersten Flip-Flop-Wanderer da so überholt. Und ich habe natürlich gleich zu meinen Jungs gesagt, lasst uns ins Hinterland, lasst uns ins Hinterland, weg von den Touris. Haben wir dann auch gemacht. Und so nach einer halben Stunde hat man dann auch kaum jemand noch gesehen, weil die sind ja alle vorne dann so am Café hängen geblieben, die normalen Touris. So weit, so gut. Für mich ein schöner Tag. Ich war voll in meinem Element und habe dann den AK so gefragt, und wie gefällt es dir denn so? Und AK ist schwarz. Und er sagt so, und ich krieg irgendwie Gänsehaut, wenn ich dran denke. Er sagt so, das ist das erste Mal, sagt er, das erste Mal in seinem Leben, dass er sowas macht. Also, dass er einfach aus Freizeitgründen zum Vergnügen in die Natur geht. Und
Ich meine, für mich war das auch ein toller Tag. Ich meine, auf dem Table Mountain rumlaufen ist eine geile Sache. Aber er hat es zum ersten Mal als Freizeitbeschäftigung gemacht. Und ich hab zuerst gedacht, ja, vielleicht ist es da, wo er herkommt, auch ganz normal, dass man den ganzen Tag durch die Natur läuft und es ist quasi ein Must-have, um von A nach B zu kommen. Aber nein, er ist vorwiegend immer in der Stadt unterwegs. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum das so ist, aber diesen Moment mit jemandem zu teilen. Also ich habe ihn dann auch gefragt, ja, gefällt dir das denn überhaupt? Weil hätte er auch sein können. Und er hat gesagt, er findet es fantastisch. Es ist total schön für ihn, das zu erleben. Und da habe ich mal, das war mal für mich so ein richtiger kultureller Impact, wie verschieden wir doch alle sind, wie viele Unterschiede doch in den Kulturen sind. Und ich fand das ein toller Moment, das mit ihm zu teilen. Er hat gestrahlt und für ihn war das super, für uns war das super. Das war so ein ganz tolles Takeaway von Südafrika, irgendwie mit jemandem so einen Moment zu teilen, was für einem jetzt, ich will jetzt auch nicht sagen, selbstverständlich ist, aber doch eine relativ normale Sache. Ja, das gab es zu lernen, unter anderem aus Afrika, auch diese Erfahrung mit anderen Afrikanern aus anderen afrikanischen Ländern, mal in Kontakt zu kommen, mal zu hören, wie ist denn das Business, wie läuft es denn so bei euch, wie ist Joomla in eurer Wahrnehmung, wie sind eure Sorgen, eure Nöten, eure Hoffnungen. Man kann natürlich in so ein paar Tagen auch nur an der Oberfläche kratzen, aber trotzdem war das doch eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen. Ja, CMS Summit Afrika hatte ich vorher noch nie gehört. Das kann man natürlich sagen, okay, Südafrika weit weg von Frankfurt ist verständlich. Aber auch vor der eigenen Haustür passieren Veranstaltungen, von denen ich vorher, also bevor ich dieses Amt hatte, überhaupt keine Ahnung hatte. Zum Beispiel die Web Programming Weeks von der TAM Gießen. Wo sind sie? Ja, herzlich willkommen. Von denen habe ich dann irgendwann mal gehört und dann habe ich mich gefragt, was sind denn überhaupt diese Web Programming Weeks? In den Web Programming Weeks verbringen die Studentinnen und Studenten 2 Wochen ihrer Semesterferien damit, für und mit Joomla Projekte zu machen. 14 Tage, freiwillig, Semesterferien, junge Leute. Toll, habe ich mir gedacht. Super. Und am Ende dieser 14 Tage gibt es immer so einen Abschlusspräsentationstag und dann hatte ich dieses Mal das Vergnügen, sozusagen als JVP den persönlichen Dank der Community zu überbringen für die Arbeit, die da geleistet wurde. Und an diesem Abschlusstag präsentieren die Studentinnen und Studenten dann die verschiedenen Projekte und die Herausforderungen, die das mit sich gebracht hat und auch die Lösung, die sie gefunden hatten. Und ich erinnere mich besonders an eine Präsentation, wo der Student damals sagte, dass er einmal einen ganzen Tag damit verbracht hat, eine einzige Zeile Code zu fixen im Joomla-Core. Ein Tag für eine einzige Zeile. Und da habe ich für mich so gedacht, manchmal ist Joomla auch so ein bisschen wie das echte Leben. Es gibt nicht immer nur die Überholspur und nicht immer nur den schnellen großen Erfolg, sondern manchmal braucht es einfach Geduld, Sitzfleisch, Ehrgeiz und Leidenschaft, um zum richtig guten und richtigen Ergebnis am Ende zu kommen. Ja. Springen wir mal in die Gegenwart. Joomla Day, Österreich, 2019. Unsere österreichischen Freunde versammelt, viele, viele Besucher aus den angrenzenden Ländern und auch Besuch von anderen Kontinenten. Das ist immer eine tolle Sache. Und wenn wir in der Joomla-Community so über die Joomla Days sprechen, dann benutzen wir sehr oft den Begriff Familientreffen. Also viele, viele Leute, die sich kennen und einmal im Jahr zusammenkommen, um sich Hallo zu sagen, die sich aufeinander freuen, Pläne austauschen, Pläne schmieden für die Zukunft, auch Geschäfte miteinander zu machen und die sich gut kennen. Aber auch neue Besucher. Und jetzt mal die Frage, ist jemand dabei, der zum allerersten Mal auf dem Joomla Day ist? Oh ja, einige. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Wunderbar. Das ist ganz toll. So dieser erste Schritt in so eine bestehende Community, das ist nicht ganz einfach. Und ich weiß noch genau, mein erster Joomla Day 2011 in Deutschland, in Hamburg. Und ich habe mich gestern mit jemandem darüber unterhalten und habe mich gefragt, wieso bin ich damals eigentlich dahin gegangen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es war das Design-Template-Buch von Alexander Schmidt,
wo er damals auch vom Joomla Day gesprochen hatte, was mich dazu bewogen hat, dahin zu gehen. Ich hatte ja schon ein paar Jahre lang mit Joomla ein bisschen gearbeitet, hatte so gefährliches Oberflächenwissen, aber so von der Community und sowas hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und dann stand ich da in Hamburg zum ersten Mal und das war eine relativ große Veranstaltung damals mit vielen Leuten und ich hatte so das Gefühl, jeder kennt jeden, nur ich kenne keine Sau da. Das war so das Gefühl. Ist aber nicht so. Es gibt viele hier, die viele nicht kennen. Deswegen sprecht einfach immer miteinander, lernt euch kennen. Dafür sind die Tage da. Ich saß also in diesem Publikum und ich erinnere mich noch, dass jemand auf der Bühne stand. Heute weiß ich, es war Robert Deutz. Damals kannte ich ihn noch nicht. Und er hat was von Joomla.org erzählt. Und ich saß so im Publikum und habe so gedacht, Joomla.org? Nie gehört. Keine Ahnung, kein Plan. 2011 gab es in Deutschland Joomla-Seiten und Hilfsforen gefühlt wie Sand am Meer. Und irgendwo hat man irgendwie immer Hilfe gekriegt, auch wenn der Weg zur Hilfe manchmal so ein bisschen, ja, sagen wir mal, schwierig, holprig oder manchmal vielleicht sogar ein bisschen frustrierend war. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da offiziell war und was da nicht offiziell war. Und als Anfänger steht man ja auch vor der großen Herausforderung, eine Frage erstmal so formulieren zu können, dass die anderen überhaupt in der Lage sind, das Problem zu verstehen und am Ende auch helfen zu können. Und als Anfänger fragt man manchmal einfach, ja, dumme Sachen. Und so war irgendwann mal im Forum folgende kleine charmante Abkürzung unter einer meiner Fragen. UTFS. UTFS, keine Ahnung, was das ist. Musste ich erstmal die Suche fragen. Ah, UTFS. Use the fucking search. Ah, okay. Also eine Abkürzung übersetzt so viel wie, es wäre außerordentlich reizend, wenn du vor Ausformulierung deiner Frage im Forum kurz die Suche bemühen würdest, denn oft ist das Problem bereits bekannt und an anderer Stelle ausführlich beschrieben. Herzlichen Dank, deine Community. Ja, UTFS. Oder mehr so, UTFS. Idiot. Ja, manchmal weht da ein raues Lüftchen in so einer Community. Und im Grunde ist es auch ein Stück weit verständlich. Auf der einen Seite haben wir den Experten mit viel Erfahrung, der schon alles kennt, alles erlebt hat und jede Anfängerfrage gefühlt schon tausendmal beantwortet hat. Auf der anderen Seite haben wir den Anfänger, der noch nicht so recht weiß, wie das Ganze funktioniert und der sich erstmal durch diesen Dschungel von Informationen vorankämpfen muss und manchmal einfach auch dummes Zeug fragt. Punkt. Verschiedene Perspektiven. Das ist das Phänomen, was uns hier begegnet. Verschiedene Perspektiven. Was ist denn eigentlich Joomla? Ja, wer würde denn sagen, dass Joomla eine Software ist zum Erstellen und Verwalten von Websites. Wer würde das sagen? Ich würde das auch sagen. Genau. Wer würde denn sagen, dass Joomla ein Kosmos ist für Entwickler und Designer, um mit Komponenten, Plugins, Modulen und Templates Geld zu verdienen? Bah, würde ich auch sagen. Genau. Wer würde sagen, Joomla ist eine Community? Für wen ist Joomla ein Hobby? Ja, manchmal. Man könnte auch sagen, Joomla ist eine weltweite Gemeinschaft über Länder- und Sprachgrenzen hinweg. Und da sehen wir schon, es gibt nicht die eine Antwort. Zahlreiche Perspektiven sind möglich auf das Projekt. Und je nachdem, aus welcher Perspektive wir selbst auf Joomla gucken, treffen die Aussagen mehr oder weniger auf unsere Meinung zu. Da haben wir die Perspektive der Community, der Volunteer-Driven Project, sagt man immer, also diese Gemeinschaft der Freiwilligen. Freiwillige, das bedeutet, dass alle ein bisschen was reingeben, wenn Zeit da ist. Aber Zeit wird immer kostbarer in einer Welt, die sich immer schneller und schneller dreht, die immer komplexer wird und der Druck zunimmt. Ja, wir alle müssen irgendwie unsere Kinder vom Kindergarten abholen. Wir müssen den Kühlschrank füllen. Wir müssen uns um unsere Kunden kümmern. Und ja, so ein bisschen Freizeit am Ende des Tages wäre auch noch ganz nett. Also dieses Konzept der Freiwilligkeit ist auf der einen Seite eine fantastische, eine schöne Idee. Auf der anderen Seite leidet dieses Konzept in einer Welt, wo immer alles schneller dreht.
weil nicht mehr viel Zeit vorhanden ist. Zeit immer kostbarer wird. Und aus den Gründen gibt es auch immer wieder Überlegungen, gewisse Posten, gewisse Positionen zu bezahlen, um den Fluss des Projektes gleichmäßig aufrechtzuerhalten. Und natürlich, wenn man über solche Sachen diskutiert, gibt es zahlreiche Perspektiven, zahlreiche Meinungen zu diesem Thema. Und es wird diskutiert und das ist eine gute Sache, weil alle Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden sollten. Aber allen gerecht zu werden am Ende ist wahrscheinlich ein schönes, aber letzten Endes auch schwieriges Ziel. Und selbst wenn wir Posten bezahlen würden, am Ende könnte Joomla niemals auf die vielen Schultern der Freiwilligen verzichten. Und wenn neue Leute, so wie die, die sich vorhin gemeldet haben, in die Community kommen, dann ist es doch unsere Pflicht, euch willkommen zu heißen. Euch an die Hand zu nehmen, euch einzuarbeiten, euch zu begeistern, auch für Community-Arbeit. Das ist die Aufgabe der Leader. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Geschichte von der TAM in Gießen vom Anfang. Da habe ich auch noch im Kopf, dass die Studenten sehr, sehr stolz darauf waren, dass sie innerhalb von kurzer Zeit in ihrer Projektarbeit mit einigen namhaften Personen aus der Joomla-Community in Kontakt kamen. Auf der anderen Seite weht da halt auch immer mal dieses raue Lüftchen, ja, dieses UTFS. Da muss man lernen, damit umzugehen. Wir sprechen von verschiedenen Charakteren, verschiedenen Sprachen, verschiedene Länder, Kontinente, Kulturkreise und verschiedenen Sinn von Humor. Die Deutschen zum Beispiel haben überhaupt keinen Humor. Ja? Alle anderen, ja, also muss man erstmal zusammenfinden. Das ist alles gar nicht so einfach. Die Welt wird komplexer und seit fast 15 Jahren mittlerweile gibt es unser Projekt und passt sich immer weiter an. Und wir alle müssen uns letzten Endes anpassen in der Community. Wer von euch ist denn klassischer Webdesigner? Gibt es da ein paar? Ja, also wirklich so Frontend und so. Wer von euch, gibt's jemand, der noch klassisches Tabellenlayout früher gemacht hat? Ah, okay, auch die Nicht-Webdesigner mit Tabellen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn ich heute mit jungen Designern spreche und erzähle, dass ich früher noch mit Tabellenlayout designt habe, dann sagen die, echt krass cool. Also das ist irgendwie sowas, man fühlt sich wie so ein alter Drucker früher. Ich hab Verlagskaufmann gelernt und früher haben dann die Drucker vom Winkelhaken erzählt und Bleisatzlettern und wie cool das alles war. So fühle ich mich heute, ja, mit Tabellenlayout. Wie schön das alles war. Irgendwann bin ich ein alter Mann. Und dann habe ich so einen weißen Bart. Und dann werde ich in so einem hölzernen Schaukelstuhl sitzen und von früher erzählen, wie schön das alles war, wie toll die Welt war. Und mein Urenkel, der wird irgendwo da sitzen und wird mir zuhören. Und dann werde ich von Tabellenlayout erzählen. Und dann wird er mich angucken und wird fragen: Großpapa, was ist denn dieses Tabellenlayout? Und dann lege ich meine Hand auf seinen Kopf und werde zu ihm sagen: UTFS! Ja, Tabellenlayout, das war mal der heiße Scheiß. Sagen wir mal bis Mitte 2005 vielleicht im Einsatz, more or less, dann kam CSS, dann kamen weitere CSS-Versionen, dann kam responsive, mobile Endgeräte, andere digitale Endgeräte, neue Browser, dann kam dieses, dann kam jenes. Und die Welt wurde immer komplexer. Ich meine, früher war doch ein Webdesigner einfach nur ein Webdesigner. Der hat Webseiten designt, richtig? Heute ist ein Webdesigner, ein Consultant, ein Planner, ein Search Engine Specialist, ein Keyword Analyst, ein Data Analyst, ein Grafikdesigner natürlich, ein Hosting Specialist, ein hast du nicht gesehen. Ja, wir müssen uns immer weiterbilden, am Ball bleiben. Und dieser Druck, immer zu lernen, dieser Druck, immer am Ball bleiben zu müssen, der ist für einige völlig normal und für andere wird der vielleicht ein bisschen zu viel, wird der Druck vielleicht ein bisschen zu groß, kommt vielleicht auch so ein bisschen Angst, immer an diesem technischen Puls der Zeit zu bleiben. Und für die Empfehlung, einfach sich zusammenzuschließen, also sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und Dinge, die nicht so in unserem, ja, Verantwortungsbereich, die wir nicht so gerne machen, auslagern an andere Allianzen zu bilden. Im Grunde genommen, Joomla. Joomla, das Wort, das sagt es uns ja schon aus dem Swahili. Gemeinsam. Und unsere Bildmarke, das sind verschiedene Figuren, die ineinander greifen, die sich gegenseitig Halt geben,
die sich unterstützen. Denn komplexe Probleme da draußen, die lassen sich meistens nicht mehr nur alleine lösen. Und gerade in der Joomla-Welt haben wir diesen Kosmos von vielen Einzelkämpfern, die irgendwo vor sich hinarbeiten. Aber für komplexe Probleme brauchen wir intelligente Lösungen. Und wenn wir mal ehrlich sind und uns den Markt angucken, wenn wir den kleinen Sportverein sehen oder den Blumenladen um die Ecke oder, für diese Fälle gibt es mittlerweile auch andere gute Lösungen. Lösungen, wo wir vor ein paar Jahren noch sagen konnten, kannst du vergessen, taugt nichts. Aber die sind mittlerweile nicht mehr schlecht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir uns um die komplexen Lösungen kümmern. Und da sind wir so ein bisschen bei der Perspektive vom Business, von den Agenturen. Viele sagen, ja, damit kann man kein Geld mehr verdienen. Ich glaube, dass genau jetzt die Zeit kommt, wo wir wieder richtig Asche machen könnten. Denn immer noch sind da draußen zum einen Haufen Business-Websites, die auf Joomla basieren. Und diese Kunden, diese Mittelständler, diese Firmen, die setzen auf Joomla und die wollen auch nicht weg von Joomla. Die mögen Joomla. Die haben bereits Geld, Zeit und Know-how investiert in Joomla. Was sie aber wollen, ist ein Dienstleister, der ihre Probleme löst, der sie berät und der einfach für sie da ist. Und das müssen wir anbieten. Anderenfalls sucht sich das mittelständische Unternehmen eine andere Agentur. Die Agentur arbeitet vielleicht nicht mit Joomla und berät den Kunden zum anderen System. Dann ist der Kunde für uns verloren, für Joomla verloren und im schlimmsten Fall für die gesamte Open-Source-Welt verloren. Und er kriegt am Ende was, was er eigentlich gar nicht gewollt hat, aber die Alternative hat gefehlt. Deswegen müssen wir uns zusammenschließen, wir müssen am Markt präsent sein, wir müssen diesen Markt wieder bearbeiten. Und wenn alle sagen, ja, WordPress, schön, fein, aber erstens mal hat WordPress seine eigenen Probleme mittlerweile, zum zweiten haben wir einfach ein verdammt gutes Produkt. Und wenn wir das mal wieder kommunizieren und auch dem Kunden erklären, warum, dass wir einen flexiblen Core haben, mit dem wir fast alles machen können. Von Haus aus bringt Joomla kostenlos alles mit, was eine Website heute braucht. Es ist flexibel, es ist anpassbar. Und wer noch die Magie von Custom Fields und Overrides beherrscht, dem sind ja sozusagen keine Grenzen gesetzt. Und selbst wenn man erweitern muss, haben wir unglaublich viele gute Komponenten. Für kleines Geld, manche für kostenlos. Übersetzt in über 70 Sprachen. Search Engine Friendly. Responsive by House. Ich meine, was ein geiles Produkt. Was für den Kunden zählt, ist letzten Endes eins. Niedrige Kosten und hohe Sicherheit. Damit kriegt man ihn eigentlich sofort. Also gut kommunizieren, gut argumentieren, um an dem Markt bestehen zu können und um auch Neugeschäft wieder anzukurbeln. Und eine interessante Sache, die ich rausgefunden habe, in der letzten Zeit, immer mal wieder höre ich das, dass auch Kunden einfach sagen, wir wollen nicht mehr das, was alle haben. Wir wollen ein bisschen Exklusivität. Und vielleicht ist das der Zeitpunkt, an dem wir wieder erstarken sollten und wieder aggressiver, stolzer und breitbrüstiger auf dem Markt auftreten sollten, mit Joomla, mit unserer Marke. Nebst all dem, dass der Kunde am Ende ein gutes Produkt bekommt, auf das er sich verlassen kann und das den Job macht, nämlich ein gutes Marketing-Tool ist, um seine Dienstleistung und seine Produkte zu kommunizieren. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für Joomla, für die Agentur und für den Kunden. Und wenn die Agentur, ich weiß nicht, wer jetzt hier alles so sitzt, aber wenn ihr als Agentur keinen Bock habt, euch euer eigenes Know-how aufzubauen mit Joomla, dann holt euch externe Kompetenz ins Haus, die euch dabei unterstützt. Da ist eigentlich wieder ein bisschen Asche zu machen. Der WordPress-Markt ist überlaufen. Jeder macht WordPress. Jeder Student, jeder Schüler, alle machen WordPress. Der Markt ist in meinen Augen so ein bisschen schwieriger geworden. Das ist eine echte Chance, die wir möglicherweise wirtschaftlich ergreifen sollten. Gut, neben all dem Business möchte ich am Ende von meinem Talk noch so eine kleine, sagen wir, idealistische Perspektive auf Joomla werfen. Joomla Open Source im Generellen, das bedeutet eine kostenlose Webseite, das bedeutet eine kostenlose Plattform und damit auch eine kostenlose Stimme. Und damit können wir tolle Sachen machen. Ich denke da zum Beispiel an Tierschutzprojekte hier in Europa, an Naturschutzprojekte in Südamerika, School Education, Austauschprojekte in Afrika, die ich jetzt kennenlernen durfte, oder Knowledge Transfer in Asien, oder. Kostenlose Software für eine kostenlose Stimme. Das bedeutet, dass wir mit Joomla und mit Open Source
die Welt auch ein ganz kleines bisschen besser machen. Und das ist was, worauf wir auch durchaus ein bisschen stolz sein dürfen. Ja, ich habe mich gar nicht vorgestellt am Anfang. UTFS! Vielen herzlichen Dank.